eine Frage, die häufig gestellt wird. Kann man gleichzeitig Salafi und Hanafi sein? Ja. Alhamdulillah. Das ist eigentlich eine seltsame Frage, weil das zeigt, dass man, dass derjenige, der also diese Frage stellt, ja, ich rede jetzt nicht von dir, weil du stellst ja die Frage, die andere stelle, dass der weder verstanden hat, was Hanafi ist, noch verstanden hat, was Salafi ist. Oder sagen wir lieber, dass er eine von beiden Seiten nicht kennt. Denn Hanafi oder der Hanafi-Madhab ist ein Fiqh-Madhab. Ja? Ein Fiqh-Madhab von dem großen Gelehrten Abu Hanifa, Rahimullah, und seinen Schülern, und seinen, die Schüler der Schüler und so weiter. Das heißt, hier geht es um einen Fiqh-Madhab. Ein Fiqh-Madhab ist dazu da, um den Menschen die Religion leicht zu machen. Das heißt, jemand, der beispielsweise kein Wissen hat von der Religion, der kann sich so ein Buch von dem, beispielsweise von dem Madhab nehmen oder folgt diesem Madhab und weiß, dass es eine große Gruppe von Gelehrten gibt, die akzeptiert sind, die diese oder jene Meinung aus dem Madhab, aus der Rechtsschule, vertreten. Das ist ein Fiqh-Madhab. Aber Salafi, das ist kein Fiqh-Madhab in der ersten Linie, sondern das ist ein Manhaj, ein Weg, der zurückgeht auf das Verständnis und die Quellen des Islams. Was heißt Salafi? Was bedeutet das eigentlich? Was ist damit gemeint? Ja, Salafi kommt von dem Wort Salaf und das bedeutet Vorfahren. Und wenn man sagt Salafi in der Terminologie, im Sprachgebrauch, da meint man damit jemanden, der in seinem Verständnis zurückgeht auf das Verständnis der Salaf. Also in seinem Verständnis der Religion zurückgeht auf das Verständnis der Salaf. Wer sind die mit den Salaf gemeint? Mit Salaf gemeint? Hiermit sind die ersten drei Generationen gemeint. Das heißt die Generation der Sahaba und natürlich ihr Führer, der Prophet alaihissalatu wassalam. Und dann die Generation der Tabi'in. Und dann die Generation der Tabi'in. Ja? Das heißt die Generation der Gefährten des Propheten, die mit ihm waren. Dann die Generation der Gefährten der Gefährten, das heißt die Schüler der Sahaba und dann die Schüler der Sahaba. So. Warum sagen wir, wir müssen auf sie, auf dieses Verständnis von der Religion zurückgehen? Wie wir die Religion aufnehmen, wie wir die Religion verstehen? Wir sagen dies erstens aufgrund von logischen Beweisen. Denn der Islam ist rein herabgesandt worden und der Prophet selber hat gesagt, alayhi salatu wassalam, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Das heißt, mit der Zeit kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. So. Und dann ist es logisch, dass man zurückgehen muss zu der Grundlage und dass die, die am nächsten zur Quelle waren, am besten verstanden haben, wie die Quelle verstanden wird, weil sie mitbekommen haben, wann die gewisse Botschaft herabgesandt wurde und wie die gewisse Botschaft herabgesandt wurde und in welchem Kontext der Prophet والسلام, es verstanden hat. Dann natürlich von der arabischen Sprache her waren sie diejenigen, die die arabische Sprache am besten verstanden haben. So. Und natürlich ist es klar, dass dann die ersten drei Generationen, ja, die so nah zum Gesandten والسلام, waren, ein tiefgründigeres und besseres Verständnis haben, als Leute, die 1400 Jahre später kommen, als Beispiel. So. Das ist erstmal der logische Beweis dafür. Dann gibt es viele Beweise aus der Sunna dafür, dass man zurückgeht bei Meinungsverschiedenheiten zu den Salaf. Beispielsweise der Hadith, den ich eben kurz angesprochen habe. Der Prophet والسلام, hat gesagt, wer von euch lebt, der wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. So, jetzt fragen wir, was ist die Lösung? Jetzt sagt er, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Er sagt nicht nur meine Sunna, sondern auch die Sunna, den Weg der rechtgeleiteten Khalifen. Wer sind die rechtgeleiteten Khalifen? Damit ist gemeint, erstens Abu Bakr, zweitens Umar, drittens Uthman, viertens Ali, Ridwanullahi alayhim ajma'in. Ja, das heißt, wir schauen uns an, wie haben diese Menschen, die so nah mit dem Propheten والسلام, waren, die Religion verstanden? Wie haben sie Koran und Sunna verstanden? Dann sagt der Prophet والسلام, einen anderen Hadith, خَيْرُ نَاسِ كَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Das heißt, die beste Generation ist meine Generation, dann die Generation, die erfolgt, dann die Generation, die erfolgt. Ja?
Und das ist ein Beweis dafür, wenn die die beste Generation sind, dass sie auch das beste Verständnis hatten, dass wir zurückgehen müssen zu ihrem Verständnis. Ja? Dann beispielsweise sagt der Prophet alaihi salatu wassalam, ستفترقوا هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Diese Umma wird schon 73 Gruppen spalten. Jede davon ist auf dem Irrweg, außer eine. Jede davon ist in der Hölle, außer eine. Dann wird er gefragt, Ya Rasulallah, ما هي تلك فرقة? Wer ist jene? Wer ist diese Gruppe? Was ist diese Gruppe? Wer ist diese Gruppe? Wer sind diese Leute? Da sagt der Prophet alaihi salatu wassalam, die auf dem basieren wie ich und meine Gefährten. Und es gibt noch viele, viele andere Beweise dafür, dass man beim Verständnis zurückgeht auf das Verständnis der Salaf. Ein sehr wichtiger Beweis auch ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ja, in Surah 5, Vers 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet. Das bedeutet auch, was danach kommt, was danach erfunden wird, nach diesen Generationen, ist nicht von dieser Religion, weil die Religion komplett war zur Zeit des Propheten alaihi salatu wassalam. Hier kommen dann einige Leute, die die Menschen für blöd verkaufen wollen, das muss man ganz ehrlich sagen, mit wasim wasail, das heißt Mittel, Hilfsmittel. Zum Beispiel, ja, gab es zur Zeit des Propheten alaihi salatu wassalam, gab es da ein Mikrofon, gab es zur Zeit des Propheten Frieden und Segen mit den Buchdruckereien, gab es zur Zeit des Propheten alaihi salatu dieses oder jenes. Wir sagen, dies sind Mittel, dies sind keine eigenständigen gottesdienstlichen Handlungen, wie ein Gebet, was man an einem besonderen Tag betet, was der Prophet Friede und Segen mit ihm nicht gebetet hat, oder wie beispielsweise eine Akida, eine Glaubenslehre, ja, dass man glaubt, ja, irgendwo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, da kommt irgendein Gelehrter, dem muss man folgen, bei dem muss man Bay'a machen, ja, das gibt es nicht. So, das heißt, wir müssen hierhin zurückgehen. Wir haben also Beweise genannt, ja, vom Koran, von der Sunna, und Allah sagt auch, übrigens, ist auch ein sehr starker Beweis für das Folgen der Salaf. Allah sagt im Koran in Surah 9, Vers 100, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُونَ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Das ist Surah 9, Vers 100, wie schon gesagt, also Surah At-Tawbah, Vers 100. Die Ersten, die vorausgeeilt von den Auswanderern und von den Ansar und diejenigen, die ihnen in Güte, in Ihsan folgen. Das heißt, wir müssen ihnen folgen, das heißt, ihrem Verständnis folgen, ihrem Weg folgen. Ganz klarer Fall. So, und jetzt kommen wir zurück zu der Frage mit dem Hanafi-Madhab und Salafi-Manhaj. Salafi-Manhaj heißt, dass wir zurückgehen, schauen uns die Quellen an, Koran und Sunna, nach dem Verständnis der Sahaba, der Tabi'in, der Tabi'in. Beispielsweise, und da geht es um Akida, da geht es auch um Fiqh. Aber ein Fiqh-Madhab, wo zum Beispiel jemand ein Muqallid ist, ja, da sagt er, ja, ich habe nicht das Wissen, zu den Quellen so zurückzugehen und alles zu erforschen. Und deswegen vertraue ich jemandem wie den großen Gelehrten Abu Hanifa. Und ich konzentriere mich auf den, seinen Madhab, um die Religion leichter zu verstehen. Das ist also ein Mittel, das ist keine eigenständige Religion, ein Glaubensdogma oder was auch immer. Und das ist das falsche Verständnis, was viele haben. Es gibt einige Leute, die einem Madhab folgen und die denken, es sei eine religiöse Pflicht, einem der vier Madhab zu folgen. Das ist nicht richtig. Das gibt es nicht. Ich kann sagen, ja, ich folge dem Madhab, weil ich dem vertraue und ich habe nicht die Möglichkeiten dazu. Aber Leute, eine Pflicht aufzuerlegen, die Allah nicht auferlegt hat, das ist eine Sache, die nicht erlaubt ist. Das ist sogar eine Sache, die gefährlich ist. Natürlich, jetzt wird derjenige sagen, alles klar, Allah sagt doch im Koran, فَسْأَلُوا أَلَى ذِكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Fragt die Leute die Ermahnung, wenn ihr nicht wisst. Und das sage ich auch den Leuten, die diesem Weg folgen oder die sich von diesen Aussagen beeinflussen lassen. Ja? Fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Allah sagt ihr nicht, frage Abu Hanifa, frage Imam Malik, frage Imam Shafi, frage Ahmed ibn Hanbal. Sondern sagt, frage die Leute des Wissens. Und da gibt es viele Leute, die das wissen. Das ist eine allgemeine Aussage. Wie gesagt, ich will nochmal betonen, wir kritisieren nicht das Folgen des Madhabs, wenn einer aus einer Notwendigkeit heraus und aus Vertrauen zu einem Madhab folgt
Und wir selber, wir lernen und lehren den Madhab al-Hanbali im Allgemeinen. Ja? Aber was wir kritisieren ist, dass man die Leute einengt und ihnen einen Rahmen gibt und ihnen erzählt, du darfst dich nicht hier rausbewegen. Ich habe einmal eine Fatwa gehört von einem Sheikh aus Südafrika. Da wurde er gefragt, ob, also jemand hat gesagt, er ist Hanafi und er lebt in einem Gebiet, wo viele Schäferhiten leben. Ob es ihm erlaubt ist, ja, weil er glaubt, er hat mehr Vertrauen zum Schäfer im Madhab, ob es ihm erlaubt ist, den Madhab zu verändern, ob er Schäferi werden kann. Da meinte dieser Sheikh, nein, das ist nicht erlaubt. Das heißt, er macht es haram, diesen Menschen, für diesen Menschen und für diesen Bruder, ja, dem Gelehrten zu folgen, den er am meisten vertraut. Ja? Dann kommen sie mit, dann kommt dann beispielsweise derjenige, der das zur Pflicht macht und sagt, ja, zur Zeit der Sahaba, Ridwanullahi alayhim, sind auch nicht alle Gefährten um Fatwa gefragt worden. Sondern es gab verschiedene Gefährten, wie Ibn Abbas, wie Ibn Mas'ud, wie Umar, wie Abu Bakr, ja, wie Aisha, die um Fatwa gefragt worden sind. Wir sagen, das stimmt. Aber wurde gesagt, hier, du nimmst nur von Ibn Abbas und du nimmst nur von Ibn Mas'ud und darfst nicht von einem anderen nehmen und du nimmst nur von Umar al-Khattab und du nimmst nur von Abu Bakr. Nein, das gab es nicht. Sondern, je nachdem, welcher Gelehrte von den Sahaben ihn über den Weg gelaufen ist, so haben sie ihm um eine Fatwa gefragt. Und wenn ein anderer Sahabi etwas anderes gesagt hat und die Argumentation war stärker, so folgte man dem anderen Sahabi. Ja, da gibt es Beweise für. Und deswegen ist das wahre Verständnis der Salaf, ja, man folgt einem Gelehrten im Sinne, oder man folgt den Gelehrten, aber nicht, dass man sagt, ich darf nur von einem Gelehrten nehmen. Wo steht das, ich darf nur von einem nehmen? Jetzt wird natürlich jemand sagen, ja, okay, aber ansonsten kommt man durcheinander. Das heißt, ansonsten nimmt man sich überall das Leichteste heraus. Und das darf man nicht. Wir sagen, es stimmt, man darf sich nicht überall das Leichteste heraussuchen. Aber das ist eine Frage der Nähe. Das ist eine Frage der Absicht. Und wir sagen, wenn jemand Angst hat für seine Seele, ja, dass er wählen darf, sich einfach das Leichteste aussucht, ohne nach den Beweisen zu schauen, so soll er sich lieber, so ist es für ihn, soll er einem Gelehrten folgen, weil er ansonsten seinen Gelüsten folgt. Aber es ist eine Sache der Nähe. Es kommt auf die Person an. Das kann man nicht als allgemeine Regel für die Muslime darstellen. Oder auch, das kann man nicht den Muslimen als Regel aufdrängen. Ja? Die andere Sache ist, man wird zum Beispiel gesagt, ja, man hat nicht die Möglichkeit, auszuwählen, wer die stärkeren Argumente hat. Das ist eine Meinung. Das gilt aber nicht für jeden Muslim. Das gilt mit Sicherheit für den einen oder anderen Muslim. Und da denken wir auch, dass es besser ist für ihn, den einem Madhab zu folgen. Aber das muss nicht bei jedem Muslim der Fall sein. Sondern man muss verinnerlichen, man ist verpflichtet, erstens wem zu folgen? Dem Propheten a.s.w. Das ist der einzige Mensch, dem man absolut gehorsam schuldig ist. Nicht irgendeinem Sheikh von einem Sufi-Tarikat und nicht irgendeinem Madhab, sondern der Madhab ist ein Mittel, ist ein Hilfsmittel, um die Religion zu verstehen. Und so haben die Madhab sich auch selber verstanden. Ja, das heißt, Abu Hanifa zum Beispiel hat gesagt, Haramun ala man lam ya'lam bidalili ay yuftiya bikalami. Es ist verboten für denjenigen, der meinen Beweis nicht kennt, mit meinen Worten eine Fatwa zu geben. Ja, klare Aussage. Imam Malik, rahimullah, hat gesagt, Innama ana basharun ukhti wa usib, fanzuru fi ra'i, fa kullu ma wafaq al-kitab wa sunna fa khudhu, wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunna fa turku. Ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, liege richtig, so schaut euch meine Meinung an. Alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nimmt es, und alles, was mit Koran und Sunna nicht übereinstimmt, lasst es. Ja? Und Ahmed ibn Hanbal, von ihm gibt es Aussagen, la tuqallidni. Er sagt, folge mir nicht blind. Ja. So, das heißt, das gilt natürlich nicht für jeden. Für manche Leute ist es sehr sinnvoll, einem Madhab zu folgen. Und da ist nichts dabei. Das heißt, wir müssen hier die Mitte finden. Ja. Die Mitte finden zwischen Leuten, die sagen, ja, es ist haram, beispielsweise einem Madhab zu folgen. Das ist eine falsche Aussage. Das kann man so nicht pauschalisieren. Und zwischen den Leuten, die sagen, es ist wajib,
einem Madhab zu folgen, sondern dieser Hukum unterscheidet sich von Person zu Person. Ja? So. Aber im Endeffekt muss man verinnerlichen, man ist nur verpflichtet, Allah und seinem Gesandten zu folgen. Es gibt kein blindes Gehorsam, außer dem Propheten a.s.w. als einzelne Person gegenüber und dem Ijma der Sahaba gegenüber, das heißt einer Gruppe gegenüber. Gut, jetzt kommen wir zurück zum Salafi-Manhaj. Ja. Das ist erstmal das Verständnis, was das Fiqh betrifft. Ja. Und wir haben schon gesagt, dass Abu Hanifa diesem Manhaj nicht widerspricht. Abu Hanifa ist ein Salafi. Abu Hanifa ist jemand, der ein richtiges Verständnis von der Religion hatte. Was nicht heißt, dass er fehlerfrei ist, ma'asum ist. Und natürlich, jetzt wird jemand sagen, ja, hör mal, bist du in der Lage, über Abu Hanifa zu urteilen? Wer bist du gegen Abu Hanifa? Und es ist richtig, wer bin ich gegen Abu Hanifa? Wer sind wir gegen Abu Hanifa? Gibt es heute einen Gelehrten, der das Wissen hat von Abu Hanifa? Ich glaube nicht. Also, wer sind wir gegen ihn? Stimmt. Aber wir urteilen nicht über Abu Hanifa anhand von unserer Meinung, sondern anhand von Meinung, anhand von Meinungen anderer Gelehrter, die dieselbe Stufe haben wie Abu Hanifa, wie zum Beispiel Imam Malik, Imam Shafi oder andere Gelehrte, die danach gekommen sind, die eine große Stufe hatten und die Mittel haben und das Wissen haben, zu entscheiden und Tarjih zu machen, das heißt zu entscheiden, was stärker ist, ja, in der Meinung. Und deswegen vom Adab ist es auch nicht, dass man sagt, Abu Hanifa hat einen Fehler gemacht darin, der hat einen Fehler gemacht darin, ja, sondern dass man sagt, die stärkere Meinung, Al-Arjuh, oder dass man sagt, Aula bil-Akhth, das ist also berechtigter genommen zu werden. Ja. Das ist unsere Herangehensweise in diesem Punkt. Jetzt kommen wir zurück zum Salafi-Manhaj. Was heißt das genau? Wir verstehen also Koran und Sunna nach Verständnis des Salaf. Warum mache ich diese Zeichen? Der Koran ist interpretierbar. Die Interpretation des Korans findet sich in der Sunna. Allah sagt in Surah 16, Vers 44, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَنْ نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen verständlich machst, klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Das heißt, wir schauen, was sagt der Prophet a.s. zu den Offenbarungen. Wenn zum Beispiel gesagt wird, bete, stellt euch zum Gebet auf, wie hat er sich hingestellt? Das heißt, er macht das Verständnis deutlicher davon. Dann gibt es noch ein deutlicheres Verständnis, oder natürlich nicht deutlicher als das des Propheten, aber was auch benutzt werden muss, nämlich das Verständnis, wie die Sahaba den Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden haben. Sallallahu alaihi wasallam. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt heute beispielsweise Gruppen, die sagen, wir machen Dhikr. Und dann setzen sie sich zusammen hin und dann machen sie beispielsweise Geräusche, huwa, 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 huwa. Also als Beispiel, ganz banales Beispiel, das haben wir schon mal gehört. So, wenn du sie jetzt fragst, hey, was macht ihr dort? Dann sagen sie, wir machen Dhikr. Allah sagt im Koran, wala dhikrullahi akbar. Das ist der Koran. Jetzt schauen wir, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dhikr gemacht? Denn Allah sagt im Koran, Surah 16 bis 44, wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was herabgesandt wurde. Wala dhikrullahi akbar. Das Gedenken Allahs ist das Größte. Also muss der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch klar machen, was, wie der Dhikr gemacht wird. So, jetzt sagen sie, ja, die Sahaba, die haben sich getroffen, haben Dhikr gemacht zusammen. Dann sagen wir, haben die Sahaba Dhikr auf diese Art und Weise gemacht? Gibt es darüber eine authentische Überlieferung? Und die Antwort ist nein. Sondern sie haben jeder für sich alleine Dhikr gemacht. Das ist das Verständnis der Salaf von Majalis und Dhikr. Anderes Beispiel, das ist ein Beispiel von Ibadah. Ja? Und deswegen sind wir überzeugt, dass diese Art von Dhikr eine Bid'ah in den Taten, in den Amal, A'mal ist, in der Ibadah. Dann zu Bid'ah in der Akidah. Ja, es gibt heute ganze Akidah-Schulen und darauf bezieht sich der Manager Salaf hauptsächlich, dass er diese Schulen widerlegt. Die sagen beispielsweise, man muss die Sifat von Allah subhanahu wa ta'ala metaphorisch beschreiben. Metaphorisch beschreiben. So. Wenn wir aber zu den Salaf zurückgehen, dann sehen wir, dass sie etwas anderes gesagt haben.
Ich gebe ein Beispiel. Und wir müssen den Salaf folgen. Ich gebe ein Beispiel, ganz einfach. Und das kann auch jeder nachprüfen. So. Ist Sahih al-Bukhari ein authentisches Buch? Ja, okay. Jeder von Al-Sunna sagt das. Es wird dort in Kitab Tawhid, das ist das letzte Kapitel von Sahih al-Bukhari. Ja. Es fängt an, Bukhari fängt an mit dem Kapitel von Wahi, mit dem Buch von Wahi. Und hört auf mit was? Mit Tawhid. Das heißt, wer dem Wahi folgt durch sein ganzes Leben, dem sein Leben endet mit Tawhid. Du musst dem Wahi, Koran und Sunna folgen. So, jetzt. Auto kaputt, oder? Ja, Auto kaputt. Was passiert? Temperatur. Echt? Ja. Hör auf. Ist ganz Richtung Null gegangen. Ach so. Sollen wir lieber mal anhalten oder was? Nee, wir gucken. Auf jeden Fall, weiter im Text. Wenn da gleich Eiswürfel hinten rauskommen, dann weiß ich. Okay, weiter im Text. Im Kitab Tawhid wird über Istiwa geredet. Es kommen heute Leute, die erzählen uns, ja, das Istiwa bedeutet dieses, Istiwa bedeutet Istawla, Istiwa bedeutet jenes. Wir sagen, das ist, was ihr erklärt, aber wessen Verständnis müssen wir folgen? Dem der Sahaba, dem der Schüler der Sahaba und der Schüler der Schüler. Und in Kitab Tawhid wird erwähnt, dass Mujahid über, und Mujahid ist der Schüler von Ibn Abbas, der mit ihm den Koran mehrmals durchgegangen ist und ihn an jedem Vers angehalten hat. Und Ibn Abbas ist derjenige, über den der Prophet a.s.w. gesagt hat, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Oh Allah, gib ihm Verständnis in der Religion und lehre ihn die Erklärung des Korans. Ta'wil bedeutet die Erklärung des Korans. Diese Leute interpretieren Ta'wil als metaphorische Interpretation. Das ist aber etwas, was der Prophet s.a.w. nicht gemeint hat, sondern das ist ihre persönliche Verdrehung der Tatsache. So, hier steht bei Mujahid, oder hier steht in Sahih al-Bukhari in Kitab Tawhid, dass Mujahid sagt, dass mit Istiwa Irtafa'a gemeint ist. Irtafa'a bedeutet sich erheben. So, wenn wir heute sagen, deswegen sagen wir heute, wir folgen dem Verständnis der Sahaba, dem Verständnis der Schüler der Sahaba und der Schüler der Schüler der Sahaba, und die haben gesagt, Istiwa bedeutet Irtafa'a, Irtifa', dass er sich erhoben hat. So, dann kommen heute Leute und sagen, A'udhu billah, was ihr sagt, ist Kufr. Dann sagen wir, wenn ihr das sagt, dann sagt ihr, dass Mujahid ein Kafir ist. Und dann sagt ihr, dass Bukhari ein Kafir ist, weil Bukhari berichtet dies in seinem Buch. Dann kommen sie natürlich mit irgendwelchen Lügenheftchen, wo sie bestimmte Überlieferungen von Imamen überliefern, die einfach nicht stimmen. Das ist in Bukhari vorhanden. So, jetzt die Frage. Die Frage ist jetzt, ja, Abu Hamza, du sagst, das ist das Verständnis der Salaf. Aber Allah sagt doch im Koran, Laysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Wir sagen, stimmt, nichts ist ihm gleich. So wie Allah sieht und sein Sehen nicht zu niemandem gleicht, so ist auch sein Erheben nicht zu niemandem gleich. Dann sagt er, ja, aber Erhebung ist Bewegung und ist Stehenbleiben und ist dies. Hallo, sagen wir haben vorher gesagt, sein Erheben ist nicht zu niemandem gleich. Das heißt, was du jetzt machst, ist, dein Problem ist, du projizierst oder du machst dir selber ein Bild im Kopf und kannst dir nicht vorstellen, wie jemand eine Tat macht, die ein Mensch macht, oder wie jemand eine Tat macht, die im Namen gleich ist wie die Tat eines Menschen, ohne dabei dem Menschen oder der Schöpfung in irgendeiner Art und Weise gleich zu sein. Ich wiederhole, das Problem liegt bei dir im Kopf, dass du dir im Kopf sagst, ja, dass du dir im Kopf ein Bild vorstellst von einer Tat, die wir nur von einem Menschen kennen oder von einem Tier. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass eine Tat, und das können wir uns auch nicht vorstellen, oder wir müssen einfach nur akzeptieren, dass Allah eine Tat machen kann, die im Namen gleich ist wie die Tat eines Menschen, die dem Menschen aber nicht zu niemandem gleicht. Ibn Abbas sagte, im Paradies gibt nichts. Gibt es nichts, was dem auf der Erde gleicht, außer die Namen. Ja? Das sagt Ibn Abbas. Wenn dies für das Paradies spricht, oder wenn dies für das Paradies zutrifft, wie ist es dann erst für den Schöpfer des Paradieses? Das heißt, wir haben den Namen Irtafa, er hat sich erhoben,
Aber dieses Erheben ist nun mal von der Grundlage her nicht so niemandem ähnlich. Von daher ist es völliger Blödsinn zu behaupten, wenn jemand sagt, Allah ist über den Thron erhoben, dass dies Bewegung oder Ruhestand oder was auch immer mit sich ziehe, sondern wir sagen erhoben, nichts ist ihm gleich. Das ist das Verständnis der Salaf. Das heißt, um es kurz zu machen, Hanafi Madhab ist ein Fiqh Madhab und Salafi Manhaj ist eine Art und Weise, die richtige Art und Weise, wie man Koran und Sunna versteht. Alles klar? Alles klar. Ende aus. Assalamu alaikum. Ende aus, Mickey Mouse.